Die Teufelssau der Gamaschen und Stulpen kennen wir alle aus WoW Classic, die blauen Items, die wir herstellen können als Lederer. Mit SOD hat Blizzard eine epische Version eingeführt und jetzt haben Spieler erstmalig das Rezept gedroppt und wo logisch im Un'Goro-Krater und zwar von King Mosh. Ist ein 60er Rare Elite Mob und die zwei herzustellenden Items sind jetzt episch und haben fast beide zusammen 100 Angriffskraft, also richtig gut und auch mit Feuerwiderstand jetzt. Für die Herstellung benötigt ihr unverwüstliches Leder, dann Teufelssaurierleder, welches ihr von den Teufelssaurier in Un'Goro bekommt, einen Runenfaden und Kernleder. Und Kernleder gibt es nur in MC, das heißt, wir können sie noch gar nicht herstellen, sondern erst nächste Woche Donnerstag. Und die neuen epischen Items sind, wie schon die alten, beim Anlegen gebunden, das heißt, ihr könnt die einfach im Auktionshaus kaufen oder von einem anderen Lederer herstellen lassen. Die World Bosse sind seit gestern 10 Uhr live. Ich habe euch einen Guide in die Videobeschreibung gepackt von Wowhead, da steht alles über die World Bosse, also was für Fähigkeiten sie haben, auf was man aufpassen muss und wo ihr die Bosse findet. Also, viel Erfolg! 1000 Abonnenten, Leute, ich komme nicht klar, ohne Scheiß, ich pack's gar nicht. Komm runter, beruhig dich, Mann, komm runter. Nehm ernst, danke, danke, danke. Ich weiß nicht, wie ich mich bedanken soll bei euch. Für mich ist es ein großer Meilenstein und mich freut es, dass ihr schon so lange dabei seid. Hey, mach mal die komische Musik aus. Entschuldigung. Und ich wollte mich bei euch persönlich, bei jedem Einzelnen wirklich aus tiefstem Herzen bedanken für den ganzen Support. Aber ich weiß, ihr wollt diesen ganzen Dankescheiß nicht hören. Ich weiß, beruhigt euch, okay? Mich würde aber gern eure Meinung interessieren, was ihr euch wünschen würdet für ein 1000 Abonnenten Special. Deswegen schreibt es bitte in die Kommentare. Es ist egal, was es ist. Ich versuche es zu ermöglichen. Mir ist es lieber, ich mache was, was euch gefällt, bevor ich so einen Scheiß mache. Also, bitte schreibt es mir gerne in die Kommentare. Keine Scheu, egal was. Ich versuche es zu ermöglichen.